20 Millionen Arme in Russland. Ach, wirklich? Der russische Arbeitsminister Maxim Turpilin hat in einem Interview informiert, dass Russland 20 Millionen Arme hat. Und diese Zahl muss halbiert werden. Und somit werde man bei jeder armen Familie an die Tür klopfen und schauen, warum sie so arm ist. 20 Millionen Bürger, das sind 13,3% der Gesamtbevölkerung, sind arm. So sagt es die Statistik. Die russische Statistik. Und wie wir seit einigen Tagen wissen, scheint wohl in der russischen Statistikbehörde so einiges im Argen zu liegen. Deshalb ist ja auch der Behördenleiter zurückgetreten und der russische Premier meinte, man müsse wohl die gesamte Mannschaft austauschen. Somit steht die Frage, ob man denn auch dieser Zahl 20 Millionen trauen kann. Die Zahlen sind ja sicher entstanden, weil man Einkommenserklärungen ausgewertet, Steuererklärungen angeschaut, die Empfänger von Sozialleistungen analysiert hat. Und dann wurde berechnet, dass Russland 750 bis 800 Milliarden Rubel benötigt, um die Hälfte der Armen unarm zu machen. Das heißt, das ist die Summe des Existenzminimums multipliziert mit 20 Millionen. Natürlich hat Russland das Geld, wenn wir uns alleine anschauen, wie hoch die verschiedensten Reserven sind. Aber man will das Geld natürlich nicht zum Fenster rauswerfen. Und so hat das russische Arbeitsministerium einen zwar arbeits- und zeitaufwendigen, aber dennoch einfachen Vorschlag. Man will jede arme Familie in Russland besuchen und konkrete Gespräche mit diesen führen, um festzustellen, woher denn die Armut stamme. Ich glaube, da werden wohl die losgeschickten Mitarbeiter der Regionalvertretungen des russischen Arbeitsministeriums wohl einige Überraschungen erleben. Wer denn so alles als arm in den Statistiken geführt wird? Und diejenigen, die wirklich arm sind, tja, da wird es wohl die nächsten Überraschungen geben, warum diese arm sind. So glaube ich persönlich, dass ohne den offiziellen Besuchen bei den Armen vorgreifen zu wollen, nach diesen Besuchen die Aufgabe der Halbierung der Armut in Russland zur Hälfte schon erfüllt ist. Um den Mund nicht zu voll zu nehmen, meinte der russische Arbeitsminister, dass man sich ein paar Pilotregionen ausgesucht habe, wo man mit den Hausbesuchen beginnen will. Und, um nicht alle unter Generalverdacht zu stellen, natürlich gibt es Arme und vermutlich handelt es sich hierbei um Familien mit vielen Kindern. Und dafür findet Russland ganz schnell eine Lösung.